Dieter Bohlen war der Stargast von Frank Stronachs Charity Gala und stellte sich den Fragen der Journalisten bei der Pressekonferenz. Ja, also ich bin ja der Meinung, dass die Politiker zu wenig verdienen, ja. Also speziell in Deutschland. Und ich finde, wenn man sich so abrackert, wie Politiker das tun, müsste das besser entlohnt werden. Und ich glaube, da setze ich mich lieber zu Hause ins Studio und schreibe einen Titel, das bringt mir dann mehr. Bei der anschließenden Gala unterhielt er die Gäste mit Reden und Gesang. Höchstwahrscheinlich liegt das daran, dass ich so doof bin, dass ich immer das gesagt habe, was ich so denke. Also der Schaden hat dann immer mehr zu mehr Geld geführt, so wie ich das sehe. Ja, ne, Glück. Ich hatte eben sehr viel Glück. Nein, aber es war eben damals so, ich hatte ein paar Mal im Glück. Es war eben so, dass man in Deutschland, also RTL hat zum Beispiel irgendjemanden gesucht, der wirklich die Wahrheit sagt. Den Menschen, also wir haben eine Castingshow damals angefangen. Und war es so schwierig, jemanden zu finden, der mir die Wahrheit sagt? Ja, es war unmöglich eigentlich. Unmöglich. Also, ja, du bist der Einzige in Deutschland, der die Wahrheit sagt. Ja, das stimmt. Das sehr ist, gut. Ich kenne auf jeden Fall keinen anderen im Schuhgeschäft. Die kannten nur einen, der immer das Maul aufreißt und wirklich die Sachen beim Namen nennt. Und damals sind die dann eben zu mir gekommen und haben gefragt, ob ich diese Show mache. Und von der ersten Sekunde an habe ich den Kandidaten immer gesagt, was ich von denen halte. Weil das große Problem ist ja, dass viele Jugendliche heute glauben einfach, sie bekommen auch was, ohne was zu leisten. Ja? Und vielen Leuten wird dann natürlich auch, sag ich mal, die singen dann bei ihrer Oma vor, die hat sowieso ein Hörgerät. Und die Oma sagt dann, ja, du singst ganz toll. Ja? Ja. Und ja, und dann fangen sie an zu singen, treffen keinen Ton und erwarten von mir dann die gleiche Lüge. Ja, dass man ihnen sagt, geh mal nach Hause und üb noch ein bisschen, ja. Oder irgend sowas, was man eben so sagt. Und wenn ich denen dann eben sage, du bist absolut talentfrei, geh nach Hause, lern einen vernünftigen Job, ja, was die Eltern hätten schon machen müssen, dann bin ich der große Buhmann. Denn das große Problem bei diesem Ding Klartext und Wahrheit ist natürlich, dass man ganz schön was abkriegt, ja. Immer wenn man die Wahrheit sagt oder so, ja, wir beide haben eben dieses wirklich große, große Glück, dass wir so viel Erfolg hatten in unserem Leben. Da ist es natürlich wirklich ein bisschen einfacher, die Wahrheit zu sagen. Aber ich habe immer versucht, wenn ich in den Betrieb reingegangen bin, wo wir die Arbeit gesagt haben, pass auf, so und so können wir es besser machen. Und wenn es besser war, das war immer sehr gut für mich. Dann habe ich mehr Geld verdient, jeder hat dann mehr Geld verdient. Ja, aber das Problem ist ja, da kommen ja auch viele und sagen irgendwas und das ist dann Müll, ja. Ja, aber und dann muss man denen eben sagen, ey, Jerry, das ist Müll, ja. Ui. Auf eine nette Art und Weise kannst du sagen, Jerry, versuch's mal nochmal, vielleicht klappt's beim nächsten Mal. Oder ja, so. Aber da werden dann manche Leute, wenn du solche Sachen, das ist Müll, dann haben die ja kein Vertrauen mehr zu sich selbst. Hast du das nicht im Gewissen, dass du manchmal ja die Zukunft von diesen Leuten vielleicht ruinierst? Die können vielleicht größere Stars sein? Ja, die Wahrheit, die kann auch wehtun. Da hast du völlig recht. Ja. Oh, I just wanted her, baby, just to call my own. And I just want to dream, I don't have to dream alone. Gefeiert wurde ab Mitternacht im Palfi Club in Wien.